Der Kevin kann zaubern, er kann machen, dass Luft stinkt. So. Achte gerade ein bisschen vermehrt auf den Chat. Ja, wir haben jetzt zwei Leute noch. Okay, Nahrungsmittel sollten die haben. Das sollte nicht das Problem sein. Oh, bitte lasst es Biologen sein. Jawohl. Damit haben wir zumindest erstmal wieder Nahrung. Damit können wir unsere Kolonie wieder aufbauen. Ja. Nee, Kugi ist nicht vorbei. Wir haben Glück gehabt, es sind zwei Kolonisten gekommen. Somit sind wir gerettet. Also zwei Biologen sind gekommen. Somit sind wir gesaved. Und haben das gerade nochmal so gerettet hier. Das war knapp. Wären da jetzt keine Biologen gekommen, wäre das Spiel zu Ende gewesen. Da war richtig Schwein gehabt. Ja, und damit kriegen wir wieder Nahrung. Oh, damit ist dann Nahrungs... Ah, und es landet das nächste Schiff. Jetzt sind da natürlich wieder Biologen in den Handelsschiffen. Handelsschiff brauchen wir nicht. Können wir gleich wegjagen. Hilft uns nichts. Egal, was es hat, wir haben nichts. Und salü! Spiel neu starten. Ja, das könnten wir auch machen, aber es geht ja. Wir werden das jetzt retten. Das ist ja die Herausforderung des Spiels. Das Spiel ist bewusst etwas schwerer und das soll ja die Herausforderung sein. Das ist auch nur ein Planet. Es gibt noch viele weitere Planeten. Also, ich denke mal, wie gesagt, wir versuchen das hier erstmal hier zu retten auf dem Planeten und dann sehen wir weiter. Letztendlich gibt es hier die Meilensteine. Die müssten wir alle irgendwann mal erreichen. Das leuchtet hier, ne? Weil es noch nicht gebaut ist. Wie gesagt, Nahrung sollte jetzt überhaupt gar kein Problem mehr sein. Das heißt aber auch, wir müssten jetzt mal ganz kurz das umstellen. Das war falsch. Hier 100% ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir brauchen definitiv auch Arbeiter, Ingenieure, Sanitäter auf gar keinen Fall. Wachen eigentlich auch nicht. So, ich denke mal, so kann man das mal machen. Dass unsere Kolonie wieder wächst und gedeiht. Wir brauchen Arbeiter und, und. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Wir machen mal schneller. Die Basis ist einfach gerade zu klein, als dass wir hier so lange warten können. Ja, wir brauchen dringend Arbeiter und so. Oha, das ist ja schon krass. Du hast so viel Glück, schreibt Lompi. Ja, in dem Fall hatten wir das. Jumper 93, herzlich willkommen. Ich lese schon. Ich lese schon. Ich habe auch deinen vorigen Text gelesen. Wow. Nur, ich konzentriere mich eigentlich immer ein bisschen mehr aufs Spiel, wenn ich ehrlich bin. Und wir haben ja auch nicht ohne Grund Moderatoren, wenn irgendwas ist. Also hau raus, was dich bedrückt. Aber, wie gesagt, ich lese nicht jeden Text mehr vor. Dafür sind wir mittlerweile zu viele. Und es gibt jetzt hier zwei, drei Leute unter uns, die so extrem mitteilungsbedürftig sind, dass es dann auch anstrengend für mich wird, alles zu lesen und alles zu verfolgen. Dann würden wir mit dem Spiel gar nicht mehr vorankommen. Du brauchst mehr Metall. Ja, danke, Lompi. Wir gehen's an, wir gehen's an. Kevin hat bis 14 Uhr geschlafen. Ja, wir müssen mal gucken. Die Basis, es kommt langsam wieder Leben rein. 6 Leute ist natürlich arg wenig. Arg. Ja, das wollten wir auch mal eigentlich spielen. Unsere Basis gefällt mir. Sie sieht schon geil aus. Ein Sandsturm zieht auf. Können wir auch beschleunigen. Spielt gar keine Rolle. Wir sind hier safe.
Ja, Hunger ist da schon eher das Problem. Aber eigentlich dürfte das auch kein Problem sein. Haben hier noch genügend Essen in Automaten. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt schon wieder. Es wird ja produziert. Sehr schön. So. Bis 14 Uhr gepennt. Wow, Jumper. Das ist natürlich krass. Ein Arbeiter. Na gut. Wir bekommen wenig Personal. Es könnte ruhig mehr sein. Ehrlich gesagt würde ich mir es auch wünschen, dass es ein bisschen mehr ist. Ich muss nicht wissen, wer du bist. Ich mache mir, wie gesagt, keinen Kopf. Wenn ihr euren Namen ändert, ist das euer eigenes Ding. Wie gesagt, das mache ich mir keinen Kopf. Entweder sagst du, wer du bist, oder du sagst es nicht. Für Albereien habe ich keine Zeit. So, Ersatzteile sind erschöpft. Das auch noch. Hier, das Handelsschiff können wir gleich wegschicken. Kann Platz machen für Kolonieschiffe, die wir viel dringender brauchen. Jawohl. Warum so viele Arbeiter? Okay, die Bar arbeiten da schon und machen's. So. Die Basis lebt wieder, Leute. Wir haben 10 Leute. Wir blühen wieder auf. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass nicht irgendwas hier komplett zerstört wird. Da ist er eingeschlagen. Denn, ja, wir sind gerade wieder im Aufbau der Basis. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir das hingekriegt haben hier. Ja, bin da auch echt happy, dass das jetzt funktioniert. Essen ist immer wieder niedrig. Was ist hier los? Da müssen wir mal gucken. Ich muss hier nochmal gucken, Chat so ein bisschen überfliegen. So. Ach Leute, ihr mit euren Spielereien, das ist anstrengend im Chat manchmal. So, jetzt gucken wir mal. Hier wird mittlerweile auch schon gezüchtet. Sehr gut. Ja, und mittlerweile sollten wir mal gucken, können wir das schon wieder umstellen oder läuft das hier? 3, 3 und so weiter. Handel brauchen wir gerade gar nicht. Wir können uns, wie gesagt, nichts wirklich leisten. Wir brauchen aber auch gar nichts. Wir bauen uns ja gerade erstmal wieder selber auf. Okay, hier sind genügend Essen drin. Das sieht gut aus. Also verhungern wird hier keiner mehr so schnell. Hä, unsere Essensvorräte sind niedrig. Willst du mich veräppeln? Sieht doch alles gut aus. Ja, so langsam wird's und so langsam haben wir Stahl in Überfluss. Auch nicht schlecht. Dein Lager ist leer. Ja, das stimmt.
So, ja, Danger, Danger, Danger. Ich muss den Chat mal lesen. Das ist. So, hier muss repariert werden. Wir brauchen Ersatzteile auch. Die sind gar nicht so unwichtig. Waffen, Halbleiter, Ersatzteile. Wunderbar, werden gemacht. Wir müssen das natürlich auch in Stand setzen hier alles. Sonst haben wir irgendwann ein Problem. Der tut das dahin und eigentlich kann das schon gleich wieder da hinten hin repariert werden. Jawohl. Ja, die Basis nimmt Fahrt an. Sehr schön. Da wird schon geschweißt. So. Ja, ciao, Michel. Viel Spaß. Viel, viel Spaß beim Grillen. Und nimm Jumper mal mit. Wie gesagt, das ist, ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, ob ihr euch kennt oder nicht kennt. Da bin ich jetzt nicht so schlau raus geworden. Ja, bei Michel, mach's gut. Wie gesagt, ist schwierig, wenn ich spiele, da den Chat auch noch, oh oh. Die Krankenstation! Sie ist zerstört! Das Leben hat keinen Sinn mehr! Okay, sie wird repariert. Ja, so langsam geht's mit unserer Basis wieder voran. Wir brauchen eigentlich keine Arbeiter mehr. Wir haben so viel Stahl. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem ganzen Stahl machen soll. Wir brauchen eher Bioplastik, wenn ich ehrlich bin. Wir können hier auch nochmal einen zweiten Bioplastik hinstellen. Das macht schon Sinn. Und da müssen wir mal gucken, was wir als nächstes bauen müssen. Der Raum ist wieder heile. Warum ist denn der ganze Strom leer? Das frage ich mich. Alles ist leer. Was ist da passiert? Warum haben wir den kompletten Strom verloren? Verbrauchen wir mittlerweile so viel? Müssen wir noch mehr Stromgeneratoren bauen? Oder Kraftwerke? Vielleicht sollten wir auch noch ein riesen Solarpanel bauen. Das würde ja auch nochmal Sinn machen, dass wir einfach doppelt gesaved sind. Und den können wir dann damit verbinden. Safe is safe. 7 Stahl und dürften wir fast hier drin haben. 3 haben wir zumindest. Mein Handy vibriert. Ich hasse das. Ich hasse wirklich diesen ganzen Smartphone-Kram. Du brauchst Fleisch, Gemüse und Fleisch. Okay. Pascal, dankeschön. Mehr Strom. Also in der Pause wollte ich eigentlich was essen. Wir können... Ja, schreib mir mal eine persönliche Nachricht, dann kann ich dir darauf antworten. Dann gebe ich dir einen Link, dann können wir da mal kurz quatschen. Aber es wird nicht länger als 10 Minuten sein, weil das Problem ist, ich muss ja, wie gesagt, auch was essen. Wir wollen ja dann wieder spielen. Es ist ja unser Streaming-Wochenende sozusagen. Ja, und jetzt haben wir 16 Bewohner schon. Ja, Handel brauchen wir, wie gesagt, nicht wirklich. Wir haben 30. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen eigentlich gar nichts. Wir brauchen nichts. Nahrung, wir haben alles. Ciao. Ja, und hier wird jetzt auch gebaut. Wir sollten die Handelsbeschränkungen oder die Ankommenbeschränkungen nochmal überprüfen. Biologen brauchen wir jetzt auch nicht so viele. Ingenieure sind vielleicht noch wichtig. Ja, eine Wache. Ich weiß nicht, brauchen wir eine Wache? Ja, wir können das ja so machen und so. Ich glaube, so ist es okay. Sicherheitszentrum. Wann machst du eine Pause? Und wann geht der Abendstream los? Ja, Pause machen wir spätestens in einer Stunde. In einer Stunde machen wir da spätestens Pause. Und der Abendstream geht dann ungefähr um 7:30, würde ich sagen, los. Circa. Vielleicht wird es auch 7:45. Aber dafür geht er dann wieder bis in die Nacht rein. Und dann spielen wir City Skylines.
Kannst du ein Sicherheitszentrum bauen? Ja, können wir auch gerne machen. Kannst du dich gegen Meteoren schützen? Ach, das wusste ich überhaupt nicht, Mr. Game. Das machen wir auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall gemacht. Danke für den Tipp. Ja, das machen wir gleich. Ich glaube, Rohstoffe kriegen wir echt gut. Es fehlt halt wirklich eher... Na gut, der will nur Stahl haben. Wir brauchen halt mehr Bioplastik. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, Lebensmittel haben wir auch genug. Da können wir uns auch nicht beschweren. Da brauchen wir auch eher hier nochmal so einen Automaten oder so. So ein Essensfertiger. Der steht dann zwar im Weg, aber ja, lieber ein zu viel als ein zu wenig. Ja, und die bringen ihre Erze rein. Perfekt. Ja, die Basis läuft wieder. Wir haben sie wieder hinbekommen. Sehr schön. Ja, sehr cool. Also da waren wir zwei Menschen hatten wir noch. Die Basis war tot. Sie war quasi tot. Und dann haben wir Glück gehabt, dieses Sicherheitszentrum bauen wir gleich danach, wenn wir hier mit durch sind. Mit dem hier. Dann können wir gerne mal so ein Sicherheitszentrum bauen. Nur wir müssen ein bisschen mehr für Strom tun. Wir haben echt nicht so viel Strom mehr. Obwohl wir gerade Überschuss produzieren, aber irgendwie haben wir sehr viel Strom verloren. Und ich glaube, wir sollten hier auch noch einen zweiten Stromspeicher irgendwo hinsetzen, sicherheitshalber. Man weiß ja nicht. Zwei Stahl fehlen noch. Die haben wir schnell zusammen. Da sehe ich kein Problem. Der ist müde. Der hat Hunger. Ja, aber Essen sollte jetzt wirklich kein Problem mehr sein, oder? Nö, Essen ist überhaupt gar kein Problem mehr. Da haben wir vier Gerichte drin, die gerade auch hergestellt werden. Das ist definitiv kein Problem mehr. So, was haben wir denn noch? Ja, bin pünktlich. Bin auf jeden Fall dabei. Okay, so. Bis 24 Uhr, fragt Lompi. Ja, wir schauen mal. Geplant ist es. Vielleicht geht es auch wieder länger wie gestern. Vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Je nachdem, wie fit wir sind, wie viele im Stream sind. Ne? Davon mache ich es immer so ein bisschen abhängig. Wie gesagt, für zwei Leute lohnt es sich nicht, bis weit in die Nacht zu streamen. Das sieht so geil aus mit der Sonne. Wenn wir, wie gesagt, so wie gestern, da waren wir knapp 10 Leute oder so, dann würde ich es machen. Aber ansonsten schauen wir mal, wie lange es geht und wie viele da sind. Das Problem ist natürlich, am Wochenende streamen natürlich auch die ganzen großen YouTuber. Und ja... Da ist es natürlich schwer gegen anzukommen. Wir gucken mal. Unser Essen geht zur Neige. Wie geht denn das? Ach so, weil er immer herstellt, weil es dauert. Wie viel fehlen hier denn noch? Noch ein Stahlbarren. Ja gut, den kriegen wir hier easy peasy zusammen. Also das läuft ja, die Stahlproduktion. Wäre schön, wenn nochmal so ein Schiff landet. Du brauchst ein Labor. Okay, ein Labor können wir auch noch machen. Pascal, das hört sich auch gut an. Ja, wir haben noch nicht alles gebaut, das stimmt. Aber man muss auch sagen, wir haben es ums Überleben kämpfen müssen. Das muss man auch sagen. Dafür haben wir uns jetzt wacker geschlagen, aber wir müssen auf jeden Fall da, ja. Luis, stifte nicht irgendwas an. Das geht nicht. Wem haben wir da bekommen? Eine Wache. Naja, ich weiß nicht, ob wir eine Wache brauchen, aber jetzt haben wir eine. Das war, glaube ich, der sinnloseste, den wir hätten bekommen können. Es gibt ja keine Aliens. Zumindest haben wir noch keine gefunden. Kleine Gebäude durch große ersetzen. Schreibt dreieckig... was? Dreieckige Hund. Ja, herzlich willkommen erstmal. Aber warum kleine durch große ersetzen? Die großen, da geht doch viel mehr Kapazität rein.
Ihr müsst doch viel effizienter sein. Oder gibt es irgendein Spielebalance-Problem damit? Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, große produzieren viel und bringen viel. Das ist Liebzocker-Girl. Wie lange machst du noch? Habe ich gerade eben erst gesagt, Mr. Game. Gerade vor 5 Minuten. Ich glaube, da hast du sogar gefragt. Ich weiß nicht, wer gefragt. Ich glaube, du hast gefragt. Oder war es der Jan? Nee, der Jan hat es gefragt. Also wie gesagt, habe ich gerade eben beantwortet. Da müsst ihr mal aufpassen, so ein bisschen mehr zuhören. Ich kann nicht immer das Gleiche sagen. Und machst du noch einen Stream-Mode? Habe ich auch gerade eben erst erzählt.